und der Mond lacht über uns. Und der Mond lacht über uns. Den letzten Sommer eingepackt, verschwirrt sich er im Schrank. Und mein Kopf schreit, hey. Und der Mond lacht über uns. Und mein Kopf schreit, hey. Und der Mond lacht über uns. Und der Mond lacht über uns. Und der Mond lacht über uns. Nein, so schnell haben wir nicht fertig da. Machen wir 2 Meter. Oder gar 1,50 Meter. 1,20 Meter. Du die Maske auch ein. Komm, oh, nix! Na, Hand aui, Hand aui, nicht nix. Hand aui, Hand aui. So. Hand oben, Hand oben. Ran, 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 ran
nix. Jetzt kennt ihr saufen. Einknicksen! Ja, was ist? Na, bitte. Was soll denn das? Es muss fröhlich reinschauen, glücklich, wie die Auferstandenen. Ach ja, ein bisschen lustiger, Kind. So, zur kleine Zandeln. Wo sind die Zandeln? Ja, wo sind die Zandeln, Zandeln? Na, schau gegen die Funio, nach vorne. Na, schau, wie sie das kann. Da kriegst du eine Ross auf den Dolomites. Und Pixi, die Pappelen. Ja, sie ist ein Puppen. So, oh mein Gott, das ist ein Trevestium. Kind, wie schaust du aus? Die hängen dir die Wangen bis zu die Knie ein. Komm her, mach genau da, wo ich der Sohn sagt, da machst du jetzt eine Pirouette, denn das gefällt dir die Leute. Komm her, mach. Na, schau gegen die Funio. Na, schau gegen die Funio. Na, vorne. Nein, vorne. Da kriegst du noch mal eine Rost auf den Ohren. So, gerade stehen. Bauch rein, die Bauch. Na, gerne, Kikelo, ich hab schon was. Geh schnell und zieh dir was Gescheites um. Oh, nein, was blöd halt. Ach, so geht das nicht. Jetzt bist du lustig reinschauen, kennt sie? Mit so einem ärmsten Gesicht und mit so einem ärmsten Gott, was sollen da die Leute sagen? He? Die kommen extra daher für uns und riskieren quasi ihr Dings hier. Ihr Wohlbefinden für uns, nicht? Wohlbefinden? Wellness. Ach so. Ja, und wir haben es in mir. Ha? Wir machen ein langes Gesicht. Oh mein Gott, Bleitl, das geht doch so nicht. Liebes Publikum, wir haben halt auch nicht gewusst, dass wir auch nicht wissen können, nicht? Dass wir Sie wieder, wie soll ich sagen? Unterhalten! Bespaßen! Entzücken! Begeistern! Amüsieren! Belustigen! Bekaspern! Betören! Bezirzen! Und wenn Sie lachen? Sie wissen ja, das Ding da, das hätten Sie ja fast alle zusammen. Ding, ne? Ja. Und deswegen seien wir die Ding und haben uns gesagt, wir übernehmen die künstlerische Verantwortung, ne? Und machen ein Ding halt, machen Frenker. Ja, Boutique kann nicht mal von den Kammern etwas beitragen. Ah, wir kriegen einen Beitrag. Nein, ich soll's etwas beitragen. Oh, aber wenn Sie lachen. Wer hat gesagt, ich werde schon etwas einfallen? Wir sind ja Künstler. Ha? Die Hetti. Oh, der Conny. Die Maggie. Die Tati. Der Vari. Der Willi. Die Fuli! Künstler, Wollkünstler. Haufen von einer Bande von versiffter Gauklerseite ist. So schaut's aus. Und jetzt sollen wir da ohne Fallschirm in die Manege springen. Ah, es ist ein Tremendium, was soll ich sagen? Es ist nicht auszuhalten, wie denkt. Wow, Stage Diving! Ah ja, Stage Diving mit 1 Meter Abstand zwischen den Zuschauern. Viel Spaß! Na toll! Cooler Neustart! Ihr wollt ja eh nicht! Ich auch nicht! Ah, ich hab mich gerade auf dem Balkon eine Kai Piranha gemacht! Die Kai Piranha? Und die ein Coronoliter! Ich hab mir mal ein Gastelfeuer aufgetun! Wegen dem Scheiß, da ist mein Urlaub ins Wasser gefallen! Für was brauchst du einen Urlaub? Soll das heißen, für was ich einen Urlaub mache? Ich hab gearbeitet! Du mal, was hast du schon gearbeitet? Oh, ich war kreativ! Ich hab auf Facebook ein Gedicht vorgetragen. Ah ja? Ich hab das geschrieben. Ah ja? Les vor. Es ist schon nicht fertig. Ich hab Gitarre gelernt, ich kann schon E-Mail. Das heißt E-Moll. Es ist ja E-Gitarre. Und ich hab live gesungen auf dem Balkon. Ich hab aber 5 Tomaten gekriegt. Und ihr Verschwörungstheorien aufgedeckt.
für einen Sucher gereicht. Und selber Brot gebacken. Allein? Hast du noch Hefe gekriegt? Ja, Hefe und Klopapier. Ja, was? Das hat mir mein Schwager gesagt, der arbeitet beim Corona. Konrad. Ja, Konrad! Konrad! Was hab ich gesagt? Was hab ich eng gesagt? Was hat er denn gesagt? Ich hab nichts! Ja, wenn er sagt, dass er was gesagt hat! Ich glaub, es war nix! Ruhe! Wir haben ausgemacht, dass wir das Wort nie mehr in den Mund nehmen. Ich hasse das Wort, das Wort. Das Wort ist gestritten aus dem Wortschatz, aus dem Duden, aus der Liste der Wörter des Jahres. Und wenn nötig, Ruhe! Mit 600 Euro. Ja, so, jetzt ist uns Frühstück. Zum Frühstück. Wie viel hat man nicht verbraten, Baum? Und wenn Sie lachen? So, jetzt reicht mal aus! So, außer mit den Texten. Jetzt wird Kutsch gemacht. Aber gar, oh je. Aber ganz gar. Geh mal. Moment. Es folgt eine Ode an das Leben. Liebes Leben. Manchmal bist du wie ein Haufen Scheiße in einer Cornflakes-Packung. Wir singen müssen auf der eigenen Bestattung wie Brockhaus lesen, in einer fremden Sprache wie tief tauchen, in einer Blutlache wie ein Kartenhaus bauen, während 100 Stunden Baden, hieß es dann auf den Kopf nach Oslo mit dem Laster fahren, wie Schlittschuh laufen mit Kufen aus Butter, wie Gulasch essen mit 7 Kilo Zucker, wie eine Lüge, die sich selbst beweist, wie eine Wahrheit, die sich selbst bescheißt, wie eine Formel mathematischster Art, die sich auf halber Strecke mit einem Gefühlsausbruch paart, die beiden heiraten und vollkommen rätselhaft gebären sie ein Kind, das Feuer spuckt und Kekse kackt. Sie nennen es Universum, sagen, komm Kind, geh spielen. Universum sagt, spielen geht aber nur unter Fliegen. Ich bastle mir Wesen, die sich selber rekreieren und lasse sie dann auf Wesen namens Planeten rumspazieren. Die Eltern sagen, ja Kind, mach mal wie du magst. Milliarden Jahre später haben wir den Salat.
Milliarden Jahre später. Milliarden Jahre später. Milliarden Jahre später haben wir den Salat. Werden. Und ob der König nicht vielleicht doch ein Arsch ist. Und ob der König überhaupt ein König ist, nur weil er eine Krone. Eine Krone auf hat. Jedenfalls finden die Vögel dauernd Ausreden, um sich nicht auf den Weg machen zu müssen. Und weil sie noch eine Kiste Bier haben. Das ist wohl. Jedenfalls trinken die zuerst noch was und das kann dauern. Also ich finde das super. Ja, ich finde den Umfang auch ganz gelungen. Nein, Entschluss. Das mit dir, ich finde super. Ah, finde ich auch super. Du bist so blöd, ich bin echt durchgestreckt. Ich habe auch euer Gedicht geschrieben. Also, es hat einen guten Es folgt ein Bier. Super, was dir die Mandel, wenn's brenzlig wird, ein Bier trinken gehen. Während wir ins Itzern Hintern aufreißen, drucken sie sich ihren Plattelatt. Und wer haltet die Stellung? Ach, gell, sie hat Stellung Stopp, das war nicht. Wer schaut denn, dass du Loden rennt? Wir Frauen. Ah, ja. Das war schon bei den Wikinger so. Ja, die Männer seien auf Seniorenkreuzfahrt. Die Frauen haben derweil das Dorf verteidigt. Da machen die auch noch Sendung, was heißt Vicky und die starken Männer. Starke Männer, my ass. Eigentlich müsste es heißen Vicky und die schlauen Frauen. Ja. Und außerdem, ein für alle Mal, die Vicky war ein Mädchen. Stimmt's? Ja. Ja eben, weil sie statt sie sich ja nicht die ganze Zeit für alle anderen in aller Wertesten aufreißen. Logik. Ja, und deswegen lasse ich mir jetzt meinen versichern. Ja, auf die Idee haben mir die Amerikaner gebracht. Die lassen sich ja alles versichern, was ihnen was wert ist. Alles! Also alles, außer der Gesundheit. Also in die USA muss zum Beispiel zum Beispiel auf dem Superman-Kostüm muss oben stehen, Achtung, erlaubt es dem Besitzer nicht zu fliegen. Auf dem B-Gleisen steht, Kleider nicht am Körper bügeln. Auf der Schneekotz steht,
füttern. Auf die Heißgetränke, Achtung, heiß. Ja, und das hat mir auf die Idee gebracht, mir meinen Hintern versichern zu lassen. Na, nicht wegen Achtung heiß. Obwohl, schon auch, aber nicht leid, sondern weil ich ständig für alle anderen in Arsch aufreiß. Ja, so ist das, wenn die Katastrophen kommen, da ist nichts mehr sicher. Deswegen immer alles versichern lassen. Pflichtversicherung, Haftversicherung, Haftpflichtversicherung, Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung, Privilegienverlustversicherung, Klimawechseljahrversicherung, Sturmpilz mit Knollenblätterpilzverwechselversicherung, Schneekanonenmangelversicherung, Versicherungsbetrugsversicherung. Harry! Ja. Ja, und dafür bin ich auch bereit, was zu investieren. Einen Namen suchen, vor allem Kreditinstitut habe ich schon gemacht. Aber ich glaube, das ist meinem Slimfit-Bankbeamten beim Arsch vorbeigegangen. Er hat mich blöd umgeschaut, hat seinen Rettungsschirm aufgespannt und ist abgeflogen. Wahrscheinlich auf die Kaimaninseln auf Seniorenkreuzfahrt. Ah, schau, was ich gefunden habe! Na, das ist ja die Sophia Loth! Was? Lass schauen! Oh, das Spiel fix ich. Das ist extra für mich reserviert worden. Sei leid, das spielst du fix nicht. Wieso nicht? Ja, schau dich um. Du bist ein Lolli. Wie bitte? Lolita? Bitte wie? Ich bin ein... Eine gestrommete Frau? Genau! Mehr so, da Lolli, Lolo, Lolo, Lolo Brigida, genau! Kusch jetzt, ich spiel die Lorenz, ich war jetzt von der Netto-Logik. Hat die Sophia Loren nicht zusammen mit dem Sergio Leone Western getragen? Na, sei ich die Romy Schneider! Genau! Übrigens! Der Ennio Morricone ist gestorben! Ein Corona! Ja, volle Schode! Da hat den Sissi so viel Schien gesungen. Aber nicht so Schien wie ich gleich als Sophia Loren. Ist die Sophia Loren nicht 20 cm größer als du? Und ist ihre Oberweite nicht 20 cm weiter wie deinige? Und ist die Sophia Loren nicht eher nicht blond? Na und? Wo steht denn geschrieben, dass es keine blonde Sophia Lorenz geben kann? Kennst du jetzt nicht das tolle Foto, wo der Wind da so unten aufbläst? Und sie hat mit die Hände das weiße Kleid ein. Sag, ist die Sophia auch blond? Und die Augen kann ich mit dem Klebestreifen zurückbicken. Dann kannst du richtige Sophia Loren-Glubsch-Augen raus. Wie geil ist das denn? Also, wenn die Hände die Sophia Loren spielt, dann bin ich. Die Brigitte Nielsen! Also wenn die Fude die Brigitte Nielsen spielt, dann war ich die Grace Jones! Ach, den von Monaco? Genau den! Oh, das wäre die Megashow mit Fechten und Feuerwerken und... Du weißt schon was! Aha! Corona! Da machen wir eine ganze Serie! Serien sind im Moment noch eine Flixbus-Serie! Mit Burleske! Ich liebe Burleske! Burleske habe ich schon im Kindergarten getan! Also, Burleske ist voll die Marktlücke! Was ist das denn? Es sei nicht mal ein Weihnachtsmarkt der Schantefahrt! Ich weiß schon, was eine Marktlücke ist, wir haben das Englische da gemacht! Es sei nicht, das wo die Nackenbauzi Schrittis! Oh, Stern, sie hat Striptease gesagt. Conny, sei mal mit. Nein, Conny, du nicht. Ja, aber das kann ich. Nein, Conny, das ist nicht was für die Hätte, gell? Was? Du willst da nackt aufeinander tanzen? Na, nicht ich. Du! Ja, und du? Hallo, Na, Willi, du nicht. Wenn der Willi und die Maggie seinen Bauch gekugelt. Bin ich nicht. Also ich sehe mich halt nicht nackt aus. Ja, was? Du kannst nicht ein Kleidungsstück nach dem anderen. Das können wir uns ja gar nicht getrauen, von den Kirchen und Kirchenmann da oben zingelt. Da bist du auch 30 Jahre zu alt. Was? Oh, vor 30 Jahren war ich 12. Ja. Apropos,
Der Ratzinger ist gestorben. Der Papa Ratzi? Nein, der Fratello Ratzi. Oh, ein Koron? Nein! Ah, Sam werden die da umspatzen, die Lade haben. Und wenn ich ja gar nicht ganz knapp hat. Als Domspatz? Wohl, aber nicht bei Burleske, da hat man. Ach so. Dafür so Dinger. So Checkelang. Den rahmen sich dann. Seit wenn rahmen sich Checkel? Also die Sophia Loren hat sicher nie mit Checkel gerahmt. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt mit zwei Checkelang kann. Sag, kipp auf die Checkelang drauf und! Ja, schau, da hoch und zwar nicht den Checkel. Ich kann das kurz ausstehen und denk dran. Das sind zwei Checkel. Da und da. Jetzt sag ich euch mal Grandezza. Checkel, Musiker! Na, ich hab ja ein Lied über die Checke geschrieben. Nein! Ingo Paparazzi hat ja auch geschrieben. Nein, du warst schon das Kind. Ingo Corona! Nein! Gib mir Solo! Ingo Jesolo! Das hat er ja auch geschrieben. Abbronzate tutte chiazze, pelli rossi un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sole. Ma ce n'è una che prende la luna. Tintarella in luna, Tintarella con lo latte, tutta notte sopra il tetto come i gatti. E se c'è la luna piena, tu dimentica. Weit und gefährlich und sie machen viele Erfahrungen und sie... sie treffen auf sieben Bären. Oh Katze! Nein,
weil sie verhalten sich entsprechend der international anerkannten Bärenverhaltensregeln. Und alles wird gut. Und sie verkaufen ihr Video an Stoll und werden unermesslich reich. Aber das ist eine andere Geschichte. Na, Stoll. Gar nicht mit den anderen Folgen. Na, Stoll wird reich, unermesslich reich, eine andere Geschichte. Ja, jedenfalls. Finden die Vögel hinter den sieben Schleiern den Seemurg. Wen? Seemurg. Wie geht das so? Jedenfalls liest der aus einem uralten Buch vor. Liebe, keine Belohnung kennt. 2 Liter am Tag trinken du sollst, aber erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, lernen du wirst, Probleme ohne Gewalt zu lösen. Na ja, bitte, 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 bitte. Nein, jetzt weiß ich nicht. Na was, nein, entschuldigt, nein. Was, jetzt soll man jetzt eine Weile ankert, aber alles ist gut und rechtlich. Was, wie geht denn? Und es soll Kultur sein, muss ich nur erzählen. Na, na, bitte nicht böse sein, Mädchen ist ja ein nettes Mädchen, was, aber na, verstehe ich mir, wir sponsern das hier aus unserer Tasche. Das, na, na, na. Ja. Ein Aufruf der Wirtschaft! Ja, genau, ganz schön. Danke für diesen Spaziergang. Ganz kurz nur, ich möchte noch eines ganz klar sagen. Gell. Auch für uns in der Wirtschaft ist eines ganz klar geworden. Gell. Ein weiter so wie bisher kann es nicht gehen. Na na, wir müssen schon ein bisschen mehr Gas geben wie bisher, Rastrigetta. Wollt, dass wir das alles wieder raufholen, da, was wir da jetzt verkackelt haben da, mit den komischen Vögeln da. Und ihrer Stillstandssolidarität, verstehst du? Ja, na, und wie macht man das? Ja, ganz einfach, ne? Konsumieren, konsumieren und konsumieren. Ja, ganz genau, ja, verstehst du, Rastrigetta, ihr konsumiert sie da nichts mehr, ne? Da, nehmen wir dich da, du da, wann hast du das letzte Mal was konsumiert? Ja, fällt dir nichts ein, lacht sie, verstehst du? Nein, weiß nicht. Nein, dann nutzen alle Lockerungen vom Lockdown nichts. Wenn ihr nicht locker seid, dann nichts los. Verstehst du? Na, weil ihr dürft nicht vergessen, was ihr seid. Verstehst du, was seid ihr? Du weißt nicht lang, was seid ihr da? Ich weiß nicht, wart ihr alle im Homeschooling oder was? 3 Monate daheim und alles weg oder was? Ja, was seid ihr? Ha? Ja, Verbraucher, Astrigetta, nicht? Und was tun, Verbraucher? Ja, Verbraucher, das ist eure einzige Aufgabe, nicht? Da nehmen wir. Nehmen wir dich da, du da. Wann hast du das letzte Mal deiner Frau eine Kette gekauft? Ja, wahrscheinlich, wie die letzte Affäre aufgeflogen ist, gell? Nein, jetzt kann man auch mal nur so machen. Verstehst du? Nein, die Frau freut sich. Verstehst du gerade jetzt, wo sie nur daheim war, nicht beim Kochen und beim Unterrichten, nicht quasi mit dem ganz privaten Jumpus. Nein, 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 nein. Aber ernsthaft, nein. Nein, nein, das musst du versuchen. Nein, ihr alle, weißt du, das ist das nicht. So eine Frau an einer Kette. Eine Kette an einer Frau, weißt du? Nein, das ist was nicht. Nein, sie schaut ein bisschen netter aus, nicht? Und gleichzeitig sieht sie auch, dass das schon einen Sinn hat, dass du mehr verdienst als wie die Frau, nicht? Du weißt ja schon, dass du hier keine Kette kannst. Ja, aber es wieder nicht recht, oder? Ja, nein. Na, und bitte, bitte. Bitte, verbraucht mir auch ein bisschen was von der Saliva. Weil, na, die anderen schlucken, na, ist nicht lustig. Na, was denn, ist das Wasser jetzt bis zum Mund, Schutz. Na, da kommen sich jetzt auch mal ein bisschen solidarisch zeigen, mal mit der Wirtschaft und auch mal was zurückgeben der Wirtschaft. Nicht immer nur nehmen. Weil, und wenn ihr kein Geld habt, ach, da geht ja, lass lieber das Theater da weg. Verstehst du? Ja, nein, da Kultur, verstehst du? Ja, bringt ja nichts. Da, verstehst du? Ihr zahlt, wir zahlen, das Land zahlt, Stadt zahlt, Gemeinde zahlt, nicht alle zahlen wir uns für was denn, nicht? Am Ende zahlen wir alle drauf. Verstehst du? Ja, das kannst du nicht verbrauchen, nicht? So eine Kultur, die wird ja nicht hin. Verstehst du? Nein, wie?
Wie willst du da wissen, wann du dir wieder eine neue Kultur kaufen sollst, wenn die alte nicht hin wird? Nein, das ist ein völlig unausgereiftes Produkt. Das ist ja ein blanker Unsinn, oder? Ja, nein, oder? Nein, und hört's mal auf mit den regionalen Kreisen. Du weißt da, wenn ich das hast du recht, wenn du im Kreis laufst, dann kommst du nirgends hin, oder? Was ist jetzt mal logisch? Oder da, weil ihr dürft eines nicht vergessen, verstehst du? Ihr habt jetzt Schulden gemacht. Gell, die müssen eure Kinder und die Enkelkinder noch zurückzahlen. Weißt du, was das heißt? Na, du bist kein Hotelier im Ranzen, gell, die wissen das. Ja, na, aber. Na, auch die Hoteliers sind offen, verstehst du? Na, die denken alle noch viel zu klein. Verstehst du? Ja, die sind mit Ach und Krach systemrelevant, aber das reicht heute nicht. Verstehst du, was du heute sein musst? Ist too big to fail. Weißt du, was das heißt? Das ist Englisch, erkläre ich dir. Too big to fail. So groß musst du sein, dass du aufführen kannst, was du willst. Verstehst du, Steuern brauchst du keine Zeugen und wenn was ist, dann retten dich die anderen. Verstehst du, ja? Ja, na, systemrelevant gegen too big to fail, das ist ja wie ein Server von Rimps gegen einen Server von Newborn, verstehst du? Ja. Oder wie ein Stadtputz gegen Putin, nicht? Und ja, und wie wird man groß? Ja, ganz einfach, du musst wachsen, nicht? Wachsen. Wer wachsen gewinnt, verstehst du? Das können wir von seinem kleinen Gockel-Virus lernen. Du kannst nicht klein sein, musst nur wachsen. Nichts sagt besser aus als wie steile Kurven. Bis jetzt, da schauen wir uns nur mal um, da alles muss wachsen. Da Kinder, Haare, Nussbaum, ja sogar was Grünes muss wachsen. Nicht nur nächstes Weinen, aber vor allen Dingen, der Verbrauch muss wieder wachsen. Wir brauchen einen gewachsenen Verbrauch. Der Verbrauch muss wachsen wie ein verbrauchtes Gewächs, versteht ihr? Wachstum ist ein gewachsenes Verbrauchtum, das ist ein Brauchtum, das ist mit uns verwachsen wie ein Gewächs, das kann man nicht einfach wegwachsen, no? Wie eine lästige Achsenbarung. Wir müssen alle wieder zusammenwachsen und über uns und unsere Verhältnisse hinaus wachsen, bis alles verbraucht ist. Oh, da ist aber eine Ruhe. Abbandona verso fine estate, o in autunno, o all'inizio dell'inverno, o all'inizio della primavera, il proprio nido. Gli animali viaggiano e volteggiano nell'aria o molto vicino al terreno per avere migliori condizioni di sopravvivenza. Alcuni di loro cadono. Forse perché l'aria lassù è troppo cattiva. Oppure perché anche l'aria qua giù non è delle migliori. Oppure perché sono troppo deboli. Grazie Darwin, pezzo di merda. A volte è un dramma, perché alcuni uccelli che fuggono da un clima rigido, arrivati a destinazione, ovunque essa sia, incontrano una locale, improvvisa e inaspettata ondata di freddo. Molti uccelli migratori viaggiano anche per 10.000 chilometri, impiegando 4, 8 o molte settimane. Però lo stormo migratore nasconde ancora molti segreti. Come si orientano gli uccelli?
che cosa li spinge? Ricerca di sicurezza sociale. Possibilità di partecipare allo sviluppo economico. Ricercatori, ornitopolo, ornolitop, pirla di top. E ornitopolo! E ornitopolo! E scienziati hanno legato alle loro zampe anelli di alluminio. Quando un uccello contrassegnato viene trovato in un altro paese, il suo anello insieme all'uccello, oppure l'anello insieme al suo uccello, oppure l'uccello dentro all'anello, verrà rispedito all'osservatorio di origine. Il tutto viene riportato in delle liste. Più uccelli vengono contrassegnati, meglio riescono i ricercatori a risalire allo stormo e a rispedirli tutti indietro. Wir können mit der Hand in der Kasse da wuschen werden. Was, 600 Euro? Nein, nein, ich will die spenden. Und jetzt Schuld da, nicht meine Schuld. Verstehst? Das sind alle die Opfer, sind hier, verstehst? Das ist fast schon genetisch, ist das, verstehst? Ich bin ja nicht verfeindet. Deswegen ist auch die ganze Zeit da, die Corona, die komische Zeit da jetzt, weil der war für den Südtiroler ja eigentlich super. Entschuldigung, das Leiden. Und ein unsichtbaren Feind, der von Untersaluren verfälscht und dauernd bedroht praktisch und sich nicht aufhalten lässt. Entschuldigung, das ist der feuchte Traum eines jeden opferbereiten Südtiroler Patrioten, oder? Ja, logisch, oder? Ja, ich war wahr. Wir sind, jetzt sag, warum die Opfer? Deswegen gibt es in Südtirol auch keinen Rassismus. Gibt es keine Zeit. Na, geht gar nicht. Na, Entschuldigung, als Opfer kannst du gar nicht rassistisch sein. Das ist gar nicht möglich. Das ist, na, wir sind ja selber die Neger unserer eigenen Geschichte praktisch. Ne? Ja, der schwarze Fleck in unserer Geschichte, das sind nicht wir, das sind halt die anderen. Ja, die Franzosen, die Bayern, die Menschen. Oder die Mailänder auf dem Weihnachtsmarkt oder die ganzen in Pops, Bangilze, die ganzen Umbasso dal Cielo. Das ist die Hölle. Ich sage, ja, sì, magari Umbasso dal Cielo, ma con l'altro piede in mezzo all'inferno, cazzo. Ja, oder in Filles, die ganzen Ding. Die ganzen asiatisch-chinesischen Japaner da. Ja, busseweise werden sie nicht gekarrt. Hochzeitsquantel mit, gell? Da wollen sie winzig schnell das Hochzeitsquantel umzogen vor der Kirche von Geislern und dann ein Foto auf Facebook, Inni und Instagram, verstehst du, posten, verstehst du, dann noch ein Bims in Plastik eingepackt mitgenommen und eine Dose Cola, Plastik weggeschmissen, Cola weggeschmissen, die Dose, zu einem Brand zu scheißen und weggesetzt. Ja, das ist das schon so touristisches Erfolgsmodell. Das nennt man den sogenannten Social Media Hotspot Tourismus. Like it, ja. Aber nicht, dass es meinst, dass sie etwas gegen die ganzen die chinesischen, japanischen Asiaten da haben. Nein, Entschuldigung. Na, ich sag mir, sind wohl das ein, ja, keine Rassisten. Ne? Außerdem habe ich einen Kollegen, das ist jetzt gut, ein guter Kollege von mir, der Sepp, der hat so einen da haben. Ne? Ja. So einen Asiatin hat er da. Du, der tut ihm alles. Red nicht viel, Gott, er darf es ja nicht verstehen. Er sagt, also selbst sagt, na schau, das Tupfel bin ich einmal zufrieden, also er darf jetzt nie mehr zurückgehen. Ja. Selbst zum Beispiel der Kongo kann Rassist sein, weil sie statt nicht so einen kann. Das ist logisch. Oder die ganzen die Moslems da, die lassen sich so zulucken, da mit den ganzen Schlitz, den.
Wir müssen, ja, Kopftücher, hallo, nichts gegen Kopftücher. Also, wo kam man denn so hin? Na, halt, war überhaupt kein Problem, oder? Hallo, ja, Kollege, Luis. Der Luis, gell, ist ein guter Kollege von mir, der wohnt jetzt in Bozen. Gell? Aber der ist eigentlich aus dem Ultental. Und der hat in Bozen, in dem Kondominium, hat er einen Nachbar, gell? Also die Tier daneben, das ist so ein Moslem, so, ja, aus dem Oman. Gell? Also zwei Nachbarn, beide in Bozen und beide von weit, weit, weit weg. Ja, aus dem Oman und aus dem Ultental. Ja. Jetzt haben die beide eine Oma bei sich dran. Gell? Also eine Oma aus dem Ultental und eine Oma aus dem Oman. Hm. Ja, das hätte sie gewusst, ja, Oma. Ja. Und die Oma sind, versteht man nicht, du nicht verstehen. Na, beide nicht. Wenn die reden, also was wegen Romanisch und wegen Ultendolderisch. Jetzt haben die das letzte Jahr, schweren Tatsache, die Omas verwechselt. Ja, ja, die haben letztes Jahr im Herbst 8 Wochen lang jeweils die falsche Oma bei sich dran gehabt. Ja. Und haben es nicht gemerkt, weil beide Omas haben ein Kopftuch auf. Ja. Ja, ja, 8 Wochen, stell dir vor. Frau, kommen Sie einzeln noch zu Weihnachten, gell? Ja, weil die Oma aus dem Oman ist ja halt so bei den Christbaumkugeln so gelutscht, gell? Ja, da hat man so den kandierten Äpfel, die roten Kugeln, die leben jetzt, gell? Ja, und die Oma aus dem Ultental hat ganz verzweifelt versucht, aus Couscous Knädel zu machen. Und hat sich furchtbar darüber aufgeregt, dass kein Speck drin ist. Ja, wenigstens zwei Nächte gefeiert, dann haben wir einen Speck drin aufgemacht. 8 Wochen. Gut, in die Oma sind das gleich gewesen sein, Hauptsache warm. Und da immer wieder das Zesten, verstehst du? Das passt. Und den Haufen hingeschlummert, nicht? Wobei jetzt in der Corona-komischen Zeit jetzt dürfen die Jungen ja nicht zu denken, gell? Dürfen ja die Enkel auch nicht zu Jungen, weil nein, das ist ja, gell? Oh gut, aber jetzt in der omanischen Oma, Mani, wird das ganz recht gewesen sein, weil weißt du, wie so omanische Enkel streng sein? Oh. Ja, na gut, die haben auch ganz einen anderen Zugang, gell? Die omanischen, die essen auch ganz anders von mir und sterben auch ganz anders. Aber ich wollte so leider als Beispiel bringen, dass es bei uns keinen Rassismus gibt. Nicht? Das glaube ich, gell? Das ist als Beweis. Und deswegen ist der Beweis, bei uns gibt es keinen Rassismus. Gut, okay, das mit der Negerhütte, ja. Mein Gott, wenn du lang stürkest, dann finde ich ja etwas. Recht klar. Oder Café del Moro. Aber selbst sein wir wieder die Weitschen, gell? Die Weitschen sein doch ganz da, ich kann nicht. Was da? Was da? Schaut, Kinder, jetzt, Kinder. Ja, schon. Warte, wollen wir noch reden, dass die Meinungsfreiheit was bei den Weitschen des Abendlandes. Grad war's noch da! Und schon verschwand's! Schatz! Ich habe eine Sehnsucht nach der nächsten Katastrophe. Denn wenn wir gemeinsam leiden, fällt dieses Unbehagen ab. Der Zufall ließ uns weiter leben. Er über uns ging vor der Angst, ließ uns einander fest umklammern und hoffen auf den nächsten Tanz. Mach aus mit Städten, Schutt und Asche. Ich will nie wieder Sonnenschein. Ein Menschenleben weg genügt nicht. Es müssen Gottes Leben sein. Ich will die Kinder auf einen hören, die Winter einsam flehen am Grab. Und keine Vögel sollen mehr
nur durch unsere Melodie. Lass den Kopf nicht ganz wie Tag, es wird alles wieder schön. Halt die Ohren steif, mein Darling, und unser Glück wird in Erfüllung gehen. Während die Feigen Tore suchen, der Knechtschaft Qualen wollen gehen, sich ängstlich in den Abgrund stoßen, wird unsere Melodie bestehen. Wir überwinden jede Hölle, ob Hagel, Blitze, Feuer, Blut, verwandeln klägliches Gesänge in Harmonie und neuen Mut. Und jetzt alle! Alles reicht sich wieder ein, irgendwann geht es vorbei. Der Schmerz zum jedem alles Gute, dass der gezielte Schlag ihn just verfehle, dass er getroffen zwar sichtbar nicht blute. Dass falls verblutend er nicht Schmerz empfinde, dass er von Schmerz zerfetzt. Zurück zu jener Stelle finde, wo er den ersten Schritt nicht gesetzt. Wir jede wünschen allen alles Gute. Gute? Nein, alles gut. Toll. Gute. Ich kann mit Kuchelkinder, Smart Office und meinem Mann jonglieren. Jonglieren mit Bälle! Hä? Bälle! Ah ja, soll sein's. Funi! Stopp! Kick, Funi, kick, du etwas, mach etwas. Tada! Oh,
will ich schon, Dr. Wille. Wohl, wohl, aber ganz vielleicht ein bisschen lustiger. Ja, 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 ja. Tada! Beschlossen, unseren eigenen Weg zu gehen und die Schule ganz abzuschaffen. Ja, das bringt eine Vielzahl von Vorteilen mit sich. Zum einen, ja natürlich für das Budget, aber auch für die Kinder und für die Jugendlichen. Ich rede viel mit Kindern und Jugendlichen. Die kommen immer zu mir und sie sagen... Du, Philipp? Ja. Ich freue mich schon so auf die Ferien. Ja, natürlich. Ja, wer geht schon gerne in die Schule? Ja, und da sind wir froh, dass wir all diesen Kindern und Jugendlichen jetzt eine gute Lösung anbieten können. Ja, Ferien. Ja, Ferien für immer. Hashtag Südtirol Urlaub zusammen. Alto Adige Festa Unita. Südtirol Resta Düm. Ja, natürlich. Fragen wir uns einmal ehrlich, was muss denn ein junger Mensch heute können? Ja, gut reden muss er können und gut ausschauen auf Facebook muss er können. Ja, mehr muss er eigentlich auch ein Clown-Landesrat nicht machen können. Ja, für was wird er denn gewählt? Ja, fürs Reden wird er gewählt, nicht fürs Machen. Weil beim Reden kommen die Leute zusammen, beim Machen dürfen sie ja nicht zusammenkommen, weil da gelten die Abstandsregeln. Ach du, ja, Philipp, ja. Muss ich dann ja
fertig machen. Ja, nein. Na, ich habe auch zuerst geglaubt, dass ich mein Studium fertig machen muss. Aber dann habe ich gesehen, ja, mein Studium, ja, das macht ja schon mich fertig. Das Einzige, für was so ein Studium gut ist, ist, dass man andere erfolgreiche Clowns kennenlernt. So wie ich meinen lieben Freund, den Clown Basti. Sag uns einmal, wie lange hast du eigentlich studiert? Ja, kurz! Ja? Na, Basti, warum hast du denn so große Ohren? Wegen den armen Wolf! Bösen Wolf! Schauen Sie, zunächst lassen Sie mich einmal eines sagen. Ich habe ja auch immer lieber zu den anderen gesagt, was sie tun sollen, als dass ich mir etwas sagen lasse. Ja, sicher! Deshalb habe ich auch nie gerne meine Faustübungen gemacht. Lieber sage ich das zu den anderen und am liebsten zu Herrn Wolf. Und bevor Sie mich jetzt schon wieder unterbrechen, Herr Wolf, ich sage das auch gern zu Italien. Italien hat seine Faustübungen nicht gemacht und wir werden jetzt sicher nicht unsere Jause mit Ihnen teilen. Ich persönlich habe das noch nie gemacht. Und ich werde damit in Zukunft sicher nicht damit anfangen. Hausübungen machen oder die Jause teilen? Ja, beides. Bitte, Clown Basti, nur weil Sie die Jause nicht teilen, mussten wir das Ökologieprogramm und das Gesundheitspaket aus dem EU-Hilfsfonds streichen. Das ist sicher kranke Scheiße. Nicht umsonst haben mich die geizigen Fünf zu ihrem Alpha Slim Fit gemacht. Und damit ihr kurzsichtigen Würsteln nicht nachrechnen könnt, streichen wir euch lieber gleich die Schule. Vero, Luigi. Dico yes, perché English is a difficoltà, ma guardatemi, io posso fare tranquillamente il ministro degli esteri, senza neanche parlare l'inglese. L'unica materia in cui ho preso sempre 5 di 5 stelle è il dilettantismo. Eh sì, quello piace alla gente. You like dilettantism, vero? È semplice. Chi è dilettante is a like you and not fa parte dell'elite. And you are like who is a like you. That's so sad. I am the greatest president of the greatest United States of America. He's a grown up man and he doesn't still speak English. That's so sad. You're fake. I speak English since I was 4 years old. I know more than 400 words. Wow, 400! Yeah, that's amazing. Yeah. But I cannot even use all my words because on Twitter they let me use only 50 words. That's so sad. They're fake. Yes. I have a great memory. I have one of the greatest memory ever, because I can memorize 5 words in the right order. Okay, let's do it. My third person, man, woman, camera, TV. That is amazing. It's amazing. Scientists are very impressed about this. Yeah, about my memory. So we don't need schools. Schools are so sad. We don't need schools to learn English words. We only need Fox TV. Is it right, my Italian friend? Ed io, cari amici pagliacci, non solo non ho mai studiato io non ho nemmeno mai lavorato, perché amici della bellissima Italia, per avere successo in politica, per essere dei grandi
schiavatori. Non bisogna studiare, non bisogna lavorare, non bisogna programmare, non bisogna preparare, non bisogna sudare. Allora non dobbiamo più andare a scuola, capitano? Ecco, il mio invito è proprio questo. Non chiudiamo solo i porti, ma chiudiamo anche le scuole. E andiamo nelle piazze, facciamo traboccare le piazze della nostra bella Italia, dalla Calabria alla Sicilia, da Roma alla Sardegna, da Varna a Novacelli, per mandare un segnale a questo governo di incapaci che ci vuole mandare a scuola per farci stare seduti vicino agli immigrati, agli infettati, agli intellettuali con i banchi con le rotelle che invece di lavorare e pagare le tasse stanno lì tutto il tempo a leggere. E perché nelle piazze? Ma perché le piazze italiane sono posti belli, sono posti puliti, sono posti ordinati, sono posti sani quando non puzzano di sardine. Ecco, allora non andiamo a scuola e andiamo a vedere le bellezze della nostra Italia. La bella Venezia, la bella Firenze, le spiagge della Sardegna, il Papete Beach, o la Spassenfest a Cazzerrotto, oppure la casa del Fascio a Bolzano, o il carcere anche qui a Bressanone. Ecco, allora, basta andare a scuola, basta studiare. E basta con questa favoletta dell'usare il cervello. Ha improvvisato che putriscaet! Als du mal nichts gut, die mit dir haben nichts davon. Ja, ja! Willst du Volksnah sein, erfolgreich und beliebt? Mach ich in der Schule mit! Denn ich hab den Doofverein Aufriss immer groß. Und Herr Oberlandesrat hatte schnell den Rat parat. Danke! Willst du wichtig sein und tausend Likes im Schnitt? Ne Social Media hält dich fit. Und der Schule geb ich einen Tritt. Kein Danke! Nie mehr Schule! Keine Schule mehr! Denn ihr wart ja schon den Rat, ist mir doch zum Königsmacht. Ja, ja! Nie mehr Schule! Keine Schule mehr! Und der Aufstand ist bekannt, zu viel Schule macht mich krank, ja, ja! Philosophie, Geschichte und Geometrie. Die Orchideenfächer kotzen sie nur an. Es reicht doch, wenn sie googeln kann. Und dann, in der letzten Stunde macht die gute Runde. Es ist wieder mal so weit. Jackies Papa ist bereit. Sie hat wieder nichts gekniffen in Latein. Und trotzdem muss kein Dreier sein. Der Jackies Papa reicht Rekurse ein. Ja, ja. Nie mehr Schule. Keine Schule mehr. Kevin wird Konzerne lenken und nicht dichten oder denken. Nie mehr Schule. Keine Schule mehr. Und Jacqueline ist super heiß, auch wenn sie nichts wird, ich weiß ja, ja. Nie mehr Schule. Keine Schule mehr. Selbst für den Schulabschalter-Sohn steigen die Noten am Telefon. Ja, ja. Nie mehr Schule. Keine Schule mehr. Wenn man an Bildung spart, hält das Leben nicht so ab. Ja, ja. Nie mehr Schule. Ich glaube, es ist los.
Ja, was schaust du so blöd, ha? Gutzt man das vielleicht nicht, oder? Nein, nein. Pass auf, wenn ich eins nicht mag, dann ist es der Leid. Nein, nein. Man kriegt man für die Leute von gut in aus Fleisch auf dem Teller nicht. Na Gott, jetzt in der Zeit, in der Dingszeit, in der, wie seht ihr, in der... Ah, Corona! Nein! Ja! Also in der, wie seht ihr schon, in der Zeit, nicht? Da war es halt wichtig, dass man etwas hat, wenn man was braucht. Wenn man nichts mehr hat, vielleicht, nicht? Und da hat man sich's halt geholt, rechtzeitig. Und da habe ich es gespürt. Da ist der Neid losgegangen. Schon in Supermarkt ist es losgegangen. Hat nicht so eine Mutter mit so einem Geschrappen mit ihrem Einkaufswagen wie direkt weggedreht hat sie mich. Mein Wagen fast umgeschmissen und ist direkt hin auf die Babynahrung. Aber da bin ich ja ganz gar vorgerannt und dann gleich zugegriffen. Das letzte Hittegele. Frucht mit Urgetreide, Himbeer mit Äpfel und Dinkelgräs. Und Biopastinaken. Was? Na, wir gehen jetzt kurz. Oh, bei was? Ja, wenn er mal noch zum Zug kommt. Stell dir vor, es leitet, der Baby steht vor der Tür und du hast nichts umzubieten. Oder wie oder was oder so. Ha? Ja, haben wir jetzt überhaupt keine Freiheiten mehr. Darf man jetzt nicht einmal mehr reinkaufen, was man will. Ha? Und nun schaut hat sie mich, die Mutter, hinter ihrem Mundschutzhaus, mit sind der nüchtern vor lauter Zorn. Ja, Nose frei, hab ich ja ganz geil gesagt, wie heißt das? Mund- und Nasenschutz. Und was ist mit der Nose? Und dann schaut man überhaupt nichts umgehabt. Ja, da sieht man halt einmal, dass heutzutage niemand mehr auf etwas verzichten will. Ja, aber jetzt gibt's ja also den Überfluss. Ja, und wenn du bei der Supermarktkasse stehst und hier im Brachtsolden willst, dann sind für 10 Kassen 2 offen. 2! Das kann mich aufregen. Na, du krieg ich die Lohre nicht, oder? Dann stehst du mit deinem Kranz voller Zeug und die vor dir hat vergessen, ihre Melonen anzuwägen. Und hinter dir raunst du und blärt der Bruder von den Hippriffel, der mir das mit Glas vor der Nase weggeschlafen hat, gewinnt, leih, weil er eine Kinderüberraschung hoch will und die Mutter ihm lang und breit erklärt, dass er heim schon 2 trockene Aprikosen gehabt und selber süß ist genug, Margarete. Gib dem Tollen halt so eine Kinderüberraschung. Wir sollten der Riffel später aber auf den Genuss verzichten können, wenn er nicht weiß, was das ist. Naja, sieht man halt nicht. Nicht verzichten. Und für 10 Kassen, 2, das hält gar nicht mehr auf. Du stampf ihn aber mit den Füßen und schrei ganz laut, was denn los ist. Und dort nicht zu faul sein zu arbeiten, oder was? Faulheit ist nämlich eine Sünde. Oh, du Sünde. Ja, mir ist mittlerweile der Butter im Wagen weg, wenn ich mir nicht ja, die eine muss noch den alten Notz oder Dings, Woge Notz oder wie heißt der Notz, so der Obstwoge und hinter mir schreit der Riffel, der Hippriffel noch irgendwie als sie und mir spritzt der Butter im Magen weg. Aber der Butter darf man nicht wegschmelzen, weil in Mürbdorf für meinen Äpfelstrudel sein Kind kein geschmolzener Butter rein ist, sondern Butterwach. Und Butterwach ist nicht geschmolzen, sondern Butterwach. Weil ein geschmolzener Butter war ein flüssiger Butter und ein flüssiger Butter ist ein überflüssiger Butter. Und mit einem überflüssigen Butter kriegst du ganz lange geschmeidigen Mürbdorf zusammen mit die Dinge, die Marlene gern hätte. Oh, die Marlene. Oh, mein Gott, das ist ein Tremendium. Will auch keiner mehr verzichten heutzutage. Und seit Italiener die Pasta, die Pasti, die Pizza, die Tirolli und die Tiramisu erfunden haben, kennst du es noch viel weniger. Übrigens, die Pasta haben wir nicht einmal die Italiener erfunden. Wer hat die selber erfunden? Wer? Der Rabe.
Ja, aber jetzt werden wir uns einig. Ich bleib bei den Chinesen, das ist Amerika gewesen mit den Chinesen. Die Chinesen haben gewonnen. Das haben die Chinesen, ganz genau, die Chinesen haben das gehabt. Genauso wie das Ding da, das ist eh da. Ah, Kowal! Nein! Obwohl! Ja, wohl alles Pferde, so haben die Chinesen erfunden. Aber verbreitet uns die Italiener. Die verbreiten uns, die. Ganz wurscht, die haben keinen Respekt mehr. Geht genauso wie der Ding, Und nicht Südtirol bleibt zu Hause, außer der Ding. Ist ja nicht gehen, jeden Tag laufen gegangen? Über 200 Meter! Das weiß ich ganz genau. Bin ich halt noch. Und nicht allein, ich habe noch ein paar. Und schon steht, was schon alle unterwegs gewesen sind. Das kannst du nicht vorstellen, was da alles unterwegs war. Die reinste Völkerwanderung. Die haben irgendwo Leute auf der Straße gesehen. Das ganze Jahr nie von der Hütte hier. Bis mich so eine Jone aufgehalten hat. Das war ein Panzerfaust. Und mich getroffen. Mich! Aber Sam hat gesagt, pass mal auf, hat gesagt. Ich mache eigentlich die Arbeit, gell? Und was ist der Dank? Ha! Ein Multa! Ja, das ist auch nicht getan. Na, was soll ich denn tun? Da waren daheim. Ganz Tag. Seit die Marlene auch kalt ist. Mit dem Ding da, was schon mit dem? Der Leiberl ein Jünger ist. Hitzig. Ja, hitzig bin ich auch hitzig. Da hat es halt wirklich kein Verzicht drauf, den Lappen. Jetzt ist es am Tag laufen. Wenn ihr es wisst, mein Gott, wo ich jetzt bin. Ja, der Wein, das Luder macht einen ganz blöd und hin. Vom Kantinalter wird bin ich zuletzt fort. Mein ganzes Geld da nie versoffen. Da! In der trauten Gassen, ich kann's gar nicht fassen, sitz ich ganz verlassen auf ein Storn. Glaubst denn du, mein Storndl, du mein liebes Freundl, das gibt bleib vom Weindl, ganz allein? Nein. Es gibt vom Herzen, von den Liebesschmerzen, ganz allein, ja, ganz allein. In der roten Gassen sind sie jetzt ganz verlassen, mit den Augen lassen und ich warn. Das sollst das alle hören. Jede wieder ein Tratzen, aber kann ja dann so richtig gern. Aber von der Leni hätte ich mir das nie gedeckt, dass Klotzi sich an einen anderen hängt. Mischt viel. Ich kann's gar nicht fassen. Sind sie ganz verlassen? Glaubst denn du, mein Storndl, du mein lieber Freundl, das gibt gleich vom Weindl ganz allein? Nein, das gibt vom Herzen, von dem Liebesschmerzen ganz allein, ja, ganz allein. Ja, wirklich.
Pomo Arruido. Satriebig und Lissendammer, es geht um die Zukunft von St. Döle. Wir gehen jetzt um und höhle uns in Kästenbrück von Kuchen. Abpass endlich am Akabie, ist so. Ja. Wo ist denn heute der Peppen? Sein Konzert hat der Tipa, ich weiß, es ist süß, es ist eine genaue Lade. Ich will mich am Buschtrapo im Korner jotten. Bartjotten. Bappen, wo ist der Peppen? Bappen. Bitten. Bappen, noch ein kleines Jetzt vor. Dann habe ich Buschtrapo im Viersockers. Ich bin ein Gitsche. Nein, ich meine, was Buschtrapo im Viersockers sind so der Spruch. Ja, sie haben wohl verstanden, aber wir haben 2020, sam sagst du nicht mehr Buschtrapo im. Ja, aber die Buschtragitschen sind ja bei den Buschtrabuiben Miete gemeint. Warum sagst du noch nicht Buschtragitschen und die Buiben sind Miete gemeint? Also ich hab das eine Tradition sein. Ja, um unsere Vorväter schon gesagt. Und die von mir da? Was willst du denn jetzt von Mieten? Du hast jetzt die Miete gemeint. Nein, ich hab nicht die Miete gemeint. Die und die Miete gemeint. Die hören da über dir. So, Vater, die entvollste Konzentration, jetzt geht zum Holz. Schon wieder Malz! Allmal geht's um die Malz, also die haben Lall! Ja, nicht um Malz! Es geht um Malz oder nicht! Jetzt gehen wir rein und holen uns den größten Brücken von den Kuchen! Welche liegen in unserer Hand? Ja, wir sind die Helden der Zeit! Heldinnen! Genau! Und irgendwann wird's heißen, wenn du ich Wayne waren, dann gab's gar das Finchke Parlitz! Ja! Zwei Ohren für alle und alle für Rücken! Ohren für alle und alle für Rücken! Was? Warum eigentlich ohne und nicht ohne? Genau, du redest schon, weil von dir Blall und mir von die Pfoten. Und die Pfötten? Ja, die ohne ist ja bei noch mitgemohnt! Ohne kann bei ohne nicht mitgemohnt sein, weil sonst wären es ja schon zwei. Genau! Ja gut, dann zwei für alle und alle zwei für... Ins Vier, du! Wieso vier? Wer kommt bei mir vier? Wir zwei? Gut. Und zu ihm. Guten Abend, du Buschtrabuim und Buschtragitschen. Buschtragitschen und Buschtrabuim. Guten Abend, Buschtragitschen und Buschtrabuim. Ha! Was tut denn ihr da? So. Ah ja, wenn ins Kusch zu füllen, megat mir sein Dorf, Ado. Sieht die Röhle heute zusammen, ich mach Urlaub daheim bei dir, Äpfel Befreiungsgrün. Zeug! Und wer sagt das? Wir sind hier. Südtirol heute zusammen, ich mach Urlaub am Rock, am Rock und Liga. 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 Ohne für alle. Ja, schon gut. und was tut das da? Dann geht dir blei gar kein Scheißdreck. Ja, zuerst etwas ein. Heinz hat recht, wenn das da verschwindet, weil wir hatten noch eine wichtige Mission für zu dir. Sie hat eine wichtige Mission für dich. Der ist ein Klötz. Eine wichtige Mission, hallo, schon wir da. Ja, wir sorgen dafür, dass wir alle in Schirmfinchgau Urlaub machen. Weil wir haben praktisch die schönste Landschaft in so einem Schirmländl. Ah ja, die Landschaft, die Landschaft, die Landschaft, wo die Landschaft, die sagst du am Pfiff, Frau Wäsch. Ah ja, weißt, das war mal ein Zeug, noch so ein Nierrippel, auch zusammen da ist alles wie ein Lücke abgegangen. Was ist denn da mit Juwel, hä? Sei ich ein Juwel? Ja, Juwel, ein Juwel, so ein Juwel, hat ihn wohl all mit dem Boxerwilze ersöhnt. Nein, schätze ich dort nur einmal, wir haben jetzt Corona. Corona. Ja, und ich glaube gar, ihr habt in einem sehr keinen Kirchturm drei. Leierblatter zu Förster heißen. Das kann einer ja raus und glauben, dass dir gar kein Förster ist. Ist ein Förster? Hat noch Suspense? Ah ja, die Suspense mega sind gehalten. Wir haben in Sastla gewuscht. Na, jetzt dachte wieder die Padiotten, wenn du sie brauchst, gell? Einmal, einmal, einmal,
aus dem Mäuschleid. Am sichersten ist es schon in Finchgau. Einmal waren wir oben in Finchgau mit. Und dasselbe waren da als Hausi, die ganzen Bazillen über dasselbe. Holleit! Ja, und wir seien die Gesindigsten, weil wir um die beste Ort trifft. Ja, und die besten Abendecker. Ah ja, sei ja, wenn du sagst, Schule macht noch Hosen alleine. Schule. Hä? Schule, nicht Schule. Nein, weißt du, ich mach noch, wenn Schule, nicht die Schule. Was ist das? Hast du das einfach so gesucht, da um die 600 Euro bei nichts? Ja, aber leider mit, das kannst du spenden für einen guten Zweck. Weißt du, er ist wie der Robin Hood. Weißt du, er nimmt zwar einen Grunde und gibt es einen Bau. Ich bin ein Grunde. Ja. Der hat mal ein gutes Herz. Ich kann Angst, der ist schon desinfiziert. Der wird den ganzen Tag an mir drauf spielen, der braucht sich dann nicht mehr die Hände waschen. Zeig dann, mach mal was. Ma perché non mangiamo con l'elicottero? L'elicottero, l'elicottero! Ma se ti costa, io sto non sono costa. Se ti fratelli volanti, il Ron è zu alt, André, muss ich noch holen. Nein, das macht man schon selber. Du musst leider reden mit den Leuten. Ecco, ti faccio vedere io un po'. Ecco, se vedi qualcuno, come Erdo, zum Beispiel Erdo, ecco, wo gibst du her? Mi sa, Pustra poi. Kitsch! Kitsch! Oh, dir, die Pustra mit ihrem touristischen Reserve-Hotspot, sempre giù con le braie. Dir gefällt mir, dir Plall. Wo gibst du her? Schlanders. Chinese. Schnellst. Ja, logisch, Schnellis. Ich muss wieder schon die Finchgerin. Du kannst gleich auf Frühstücksbuffet. Ah, ich habe wieder aber zu den Paninetti Piccoli, weil die Negri. Hast du gerade Negri gesagt? Mann, man reicht doch, weil er hat lange auf der Negri-Hütte abgespielt. Ah. Hey, du, warte mal noch mal. Paninetti Finchgau, wir haben den höchsten Wert von den ganzen Lustalten. Du Balabierengräschen, du! Wer holt denn für den Rauch von einem nächsten Berg von den ganzen Ostern, wenn sie im Rauch kämpfen? Oh, bitte Hilfe, Hilfe, liebe Katoris! Kämpfst mit Helikopter und mir reden, sonst muss ich sterben! Ja, Koyoni, was sagst du, Walter? Bist du vielleicht sogar mein Aufspieler? Der kann schon reden, red einmal! Ayuda, ayuda! Helikopter! L'elicottero! Ma poi perché non si fanno le funivie? Ma che funivie? Ne sei Finchgau, ne sei viel zu geizig, a soll Bonn zu bauen. Ragazzi, jetzt bitte gerne zu den Bonners hinspielen, gell? Weil du müssen dir Erwachsenen hier zum Urlaub buchen bei uns in wunderschönen Redentoll, weil wir sind dann sicherste Toll in ganz Südtirol, sag ich dann Bock am Asikur. Ah, du ja was, du wohl der sicherste Toll. Sicherste Toll, sonst halt schon mehr. Ja, weil der Finchgau, weil... Wieso praktisch? Gar nicht? Ah, komm! Es gibt ja gar noch zwei, ne? Nein, Mann, wir sind praktisch grätenfrei! Praktisch grätenfrei! Virenfrei! Ja, klar, jetzt haben Sie überhaupt keine Antikörper! Wir sind komplett durchseift, da schauen wir noch wieder auf den Zug! Komm her, ruhig, du bist aber nicht weiß Ammoniak in der Kuchen, gell? Pass mal auf! Wir haben mit Herrscher! Ja, und ihr Blei war schon, wie immer etwas verschwinden lässt. Ah ja, du Zerze, du Zerze, du Zerze, würde sein kein Köpfchen und Butterknöll fasten. Nein, hat überhaupt keinen Plan. Nur, ich wollte noch Reis auf einen Plan. Ah ja, wir haben einen Plan der Coronas. Der Coronas. Herr Vincent, komm nicht mal dran über ja. Was ist denn jetzt das Beste? Ich meine, es hat geklopft. Wo ich Kuchen drin? Das ist ja Durst, du Tuga, du Dummer. Es ist ja Wurst. Na Kuchen. Na Schufkäse. Jetzt holen wir uns die Gräschenbrücken. Attenzione, attenzione. Si informa la gentile clientela che per quest'anno la torta è finita. Ripeto, la torta è finita. Restate a casa e mangiate Hortbrät. Oh, quello che volete voi, tanto chi se ne frega.
Hoppla! Ah, so. Ah. Ja, wenn das so ist, dann werden wir ins Vertaugen müssen. Ja, so ist es was auch. Sag was, ja. Verhalten der Ameisen. In Hamburg lebten zwei Ameisen. Die wollten nach Italien reisen. Bei Altona auf der Chaussee. Da taten ihnen die Beine weh. So verzichteten sie weise. Denn auf den letzten Teil der Reise. So will man oft und kann doch nicht und leistet dann recht gern Verzicht. Eine Geschichte. Ja, aber die Vögel, die möchten eine Konferenz einberufen. Na, halt mal. Das ist die letzte, dass die Vögel mal wegfahren, eine Konferenz mal einberufen, sondern dass sie sich letztens die Menschen umgestellt haben und die gesagt haben, dass sie mit ihnen zusammen die Vögel für die Konferenz in die einberufen sollen. Genau, die Vögel, die wollten sich auf den Weg machen zu ihrem König, aber sie berufen keine Konferenz mehr ein. Nein, sie kommen auch nicht mehr hierher, sie singen auch gar nicht mehr für uns. Das müssen wir jetzt schon selber machen. Also, es gibt die Vögel, die Menschen, den Simurg und der Planet. Der spielt auch noch mit. Im Mittelalter übrigens, da war der Vogel ein Symbol für die Seele des Menschen. Oh nein. Ja, schön, gell? Jedenfalls, geht's um die Frage, wird das Universum uns vermissen, wenn wir diesen Planeten verlassen haben werden? Ja, und wohin gehen wir? Wenn der Planet uns endgültig vor die Tür setzt, werden wir bis dahin gelernt haben zu fliegen? Zu den Sternen? Sechs ist die Sterne. Ha? Na, wenn ein böses Licht im Raum schaut in die Sterne. Ah! Ja, schau so laui! Wie in die Sterne! Aui! Aui, nenn mich und jetzt hol Aui! Wo sind die Sterne? Oben im Nett! Oh, na, oh, das sind alles keine Sterne! Oh, was so blinken! Oh, das sind alles keine Sterne mehr! Oh, das sind Satelliten! Na, echt, ohne Scheiß! Weil sie wollen, dass wir keine Sterne mehr sehen! Oh, sie wollen uns am Träumen hindern. Oh, wisst ihr, was schon wer der alle haben geschossen hat, die Satelliten? Wisst ihr das denn, ha? Oh, das war der Elon Musk. Oh, das müssen wir jetzt alle aussetzen, ha? Musk? Ja, na, ein bisschen komischer Zufall, ha? Schon mal nachgedacht, ha? Schon mal nachgedacht. Oh, na, oh, das ist kein Zufall. Oh, das ist alles von langer Hand geplant, ha? Oh, von den Illuminaten. Oder oh, ohne Scheiß, oh, nicht lachen, oh, das sind überall. Oh, in G20, oh, 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 Wahlen Office, Vatikan und Bauernbund. Oh, überall. Oh, man kann erkennen. Oh, wisst ihr,
Weißt du, was ihr geheimes Erkennungszeichen ist von die Limonaden? Das Erkennungszeichen ist die Raute, die Bier. Und wer macht der am Haar? Die Merkel-Raute! Oh, nicht da, ich hab ein Insta. Aber weißt du, hast du dich nie gefragt, wieso sich der du Philipp an die Hose tappert auf der Seite hinterkommt und schlägt sich die Achama-Raute? Oh, ohne Scheiß! Oh, wieso? Ha? Wieso? Wieso steht der Achama zehnmal so oft in die Dolomiten mit der Kompatscha? Hab fast bald schon so oft wie der Wolf. Aber es ist ein Nierkrankor. Hast du dir mal das Logo von der These genau umgeschaut? Oh, das ist kein komischer Vogel, das ist die Weinbergraute! Oh, da drüben der Hofburggarten. Oh, weißt du, wie der von oben ausschaut? Kannst du mal von oben? Oh, das ist die Vatikanraute! Deswegen haben sie einen Heller umgestellt, dass sie jetzt eine Gitarre draus machen soll, bevor sie eine checkt. Aber wann sollst du plötzlich 10 Millionen auszugeben für Papa? Oh, das sind alles reptile Formwandler. Oh, eine Scheiße, oh, der Tarn. Und sich gleich voll gut, aber das sind überall, das sind fix da. Das ist gleich voll getarnt. Okay, bald postet man es gleich. Oh, oh, der Zerzer zum Beispiel, ja, okay, hast du ja auch noch für die Batschatten. Ja, der kann nicht mal eine E-Mail gescheit verstecken. Oh, geht's noch? Oh, apropos, oh, der geht's, Bill geht's noch? Hat der Zerzer befohlen, dass der Lehrer voll viele Impfungen bestellen muss, damit sie uns alle chippen können. Oh, wo jeder weiß, dass Chips ungesund sein. Oh, das ist, damit wir alle in Kontakt sein und in Verbindung mit den Satelliten. Chips-Satelliten. Und nicht mehr mit den Sternen. Und dem Universum. Weil sie wählen, dass wir unsere Träume vergessen. Weil sie lassen ihn nicht aufwachen. Und der Himmel ist sternhagelvoll und keiner kriegt's mit. Nothing's gonna change my mood.
Der Abend kommt am Meer anders. Ein schwarzes Tuch wird über den Himmel gezogen, schnell und von wem auch immer. Die Sonne wird rot darüber, weil sie weiß, was da passiert. Das Meer im Hell ganz leicht, mit Wellen, die klingen wie Sonnenöl, macht ärgerliche Laute. Es will schlafen, nicht angestarrt werden. Und immer sind da welche, die starren. Sitzen und starren und keiner weiß warum, das Meer an, das gern schlafen will. Appare nero, argenteo, rosso e sembra non finire mai e mai avere inizio, infinito, come l'universo. Vielleicht ahnen die Menschen irgendwas, das größer ist als sie und tröstend, wenn sie so schauen. All die Menschen, die das Meer ansehen. Drei an diesem Strand, weiter hinten Meer. An allen Stränden auf der ganzen Welt sitzen Menschen und schauen das Meer an. Come formiche dall'alto, seguono il bordo scuro nel chiarore, prima del blu. Sitzen Millionen und schauen das Meer an. Und denken an Unendlichkeit. An Liebesschmerz. A un nuovo inizio. Denken an Ende. An die Sterne. Denken an ferne Länder. Denken, ich sollte am Meer leben. Ich sollte auf Reisen gehen. Ich sollte mein Leben ändern. Millionen Menschen werden verhext vom Meer. Erkennen kurz, merken, dass es der Welt egal ist, ob sie ihr Leben vertun oder nicht. Und bekommen für einen Augenblick eine Idee oder Trost oder denken, morgen, ja, morgen werde ich alles ändern, das Leben ist so klein. Solche Ideen haben Menschen, wenn sie das Meer schauen. Idee piccole, fugaci, di qualcosa di molto più grande di loro. Und die Ideen werden Luft und Regen und fallen ins Meer und werden weggetragen. Und die Menschen stehen auf, vergessen und haben nur noch so eine Sehnsucht, wenn sie wieder weg sind vom Meer. Aber wonach? Das fällt ihnen nicht mehr ein. Thank you.
Welch eine Farce! Verzeihe mir! Ich dachte, was ich mir wünsche, wünschst du auch dir. Schnell her mit dem Clown. Mir scheint, sie sind hier. Ist das ein Spaß? Bin ich ein Narr? Ich hab ein Stichwort, was soll ich, was soll ich, ich hab. Wo sind die Clowns? Wo bleiben die Clowns? Send in the Clowns. Vielleicht nächstes Jahr.